Ja, das Thema Identität, das liegt mir schon seit ein paar Tagen so ziemlich am Herzen. Hallo Angelika. Und zwar auch Dr. Joe Dispenza, der sagt ja immer, erfinde eine neue Persönlichkeit oder dein neues Ich oder das Buch, das er geschrieben hat und auch in seinen Workshops und Interviews spricht er immer davon, dass du eben mit deiner alten Persönlichkeit nicht ein neues Leben kreieren kannst. Nur ist mir jetzt im Laufe meiner Coachings ist mir aufgefallen, dass die wenigsten eigentlich eine klare Vorstellung von ihrer Identität haben. Also eine klare Vorstellung von dem, was du wirklich bist. Und die Persönlichkeit, mit der wir den, sage ich mal, Hauptteil unseres Lebens bestreiten, das ist ja die Persönlichkeit, die uns unser Umfeld mitgegeben hat. Also unsere Eltern oder sonstige Bezugspersonen, je nachdem, in was für einer Konstellation wir aufgewachsen sind, die haben ja uns eine Persönlichkeit mitgegeben, eine Identität verliehen sozusagen, indem sie uns gesagt haben, was gut ist, was schlecht ist, wie man die Dinge tut, indem sie uns schlichtweg erzogen haben, haben sie uns eine Persönlichkeit gegeben. Und wir haben das Ganze natürlich gespeichert und auch bewertet, weil so funktioniert natürlich unser ganzes System. Unser normales Selbst, unser Ego oder wie du es nennen möchtest, das ist ja da, das schaut immer, was mache ich, was machen die anderen und versucht rauszufinden, welche Verhaltensweisen, welche Denkweisen zum Erfolg führen und was eben nicht mit Erfolg gekrönt ist. Und unter Erfolg verstehe ich eigentlich, inwieweit du das erreichst, was du erreichen möchtest. Erfolg kann sein, dass du Zuneigung bekommst. Erfolg kann sein, dass du Aufmerksamkeit bekommst. Und das ist das, wonach wir eigentlich als Kinder so streben. Und ja, was gibt es dann für eine Persönlichkeit daraus? Entweder ist es jemand, der Erfolg hat mit dem, was er tut, mit seinem Auftreten, mit seinem Verhalten. Wenn du ein Umfeld hattest, das dich gelobt hat, das begeistert war von dir, das dich motiviert hat, dann ist deine Persönlichkeit natürlich davon beeinflusst, oder? Dann läufst du als ein Mensch durch die Welt und sagst, wow, ich werde als toll angesehen, man mag mich, man unterstützt mich. Die Dinge, die ich tue, die sind gut und richtig. Ich verhalte mich gut und du hast eine Persönlichkeit mit einem ziemlich guten Standing. Und mit dieser Persönlichkeit, wenn du mit so einer Persönlichkeit in dein Leben hineintrittst, dann bist du eigentlich ziemlich erfolgreich, weil du gehst davon aus, dass deine Persönlichkeit, dein Wesen, dein Sein von den anderen als gut befunden wird. Jetzt lass es aber mal anders sein. Du hast super kritische Eltern. Du hast Eltern, die das Beste für dich wollen, aber die ganze Zeit dir sagen, wie man die Dinge macht und dass man die Dinge anders tut, als du sie getan hast. Die dich viel maßregeln, die dir sagen, nein, so nicht, so doch bitte und das ist nicht gut und hier kommst du nicht an. Und wenn du natürlich aus so einer Perspektive heraus deine Persönlichkeit bekommst. Und ich sage ganz absichtlich, wenn du so deine Persönlichkeit bekommst, weil letztendlich hat es nichts mit dir zu tun. Weil als Babys sind wir ja alle gleich. Wir werden ja als gleiche Geistwesen in einer Fleischhülle geboren, sozusagen, und werden dann eben zu Persönlichkeiten gemacht. Und diese Persönlichkeit wird selten von irgendwelchen Leuten hinterfragt. Aber ihr, wo ihr mir jetzt zuhört, ihr seid natürlich jetzt da auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung.
Und möchtet eure Persönlichkeit dahin entwickeln, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr glücklich seid, dass das Leben einfach ist, dass ihr gesund seid, dass ihr gute Beziehungen habt, dass ihr Freude in der Arbeit oder überhaupt im Leben habt und so weiter. Und wir sind alle nach dieser Suche nach dieser Persönlichkeit. Wir haben uns da schon so eine Vorstellung, aber meistens sind diese Vorstellungen eben mit Bedingungen vermischt. Also wir erlauben uns eigentlich nicht, jemand zu sein, der erfolgreich ist, wenn wir nicht im Außen, in der Realität genügend Beweise dafür gesammelt haben, dass wir jemand Erfolgreiches sind. Wir erlauben uns eben erst, das für uns zu empfinden oder uns als so eine Persönlichkeit zu sehen, wenn es im Außen gezeigt worden ist. Die Krux ist nur, im Außen wird es halt erst dann gezeigt worden, wenn du dich im Innen als eine solche Persönlichkeit fühlst. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Es muss uns gelingen, uns erst als die Persönlichkeit zu fühlen, die wir in die Welt tragen möchten, bevor wir im Außen eine Reflexion bekommen. Im Außen bekommen wir aber die Reflexion auf die Persönlichkeit, die uns eingetrichtert worden ist von unserem Umfeld, natürlich in der Zeit, als wir aufgewachsen sind, bis zu 7-8-jährig. Und diese ganzen Informationen, die sind auch in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert. Und das ist auch, wenn Dr. Joe Dispenza sagt, lass deinen Körper nicht deinen Verstand sein, weil der Verstand, das Ego und der Körper, die sind quasi von der gleichen Quelle beeinflusst worden, nämlich zuerst von der Quelle, wo wir aufgewachsen worden sind, von unserem Umfeld, von den Ansichten und Überzeugungen unseres Umfelds in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, was sich dann immer wieder dupliziert und wieder dupliziert hat im Außen, weil die Energie wirkt natürlich und zieht genau das an, was du aussendest. Also kriegst du immer wieder Beweise dafür, dass du ja so eine Persönlichkeit bist, wie du eigentlich eingetrichtert bekommen hast. Nur auch wenn du dich von deinen Eltern löst oder sagst, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben oder von deinem früheren Umfeld ganz woanders hinwegziehst und dir dieser ganze Mechanismus nicht bewusst ist, wird dir halt in ganz woanders, wo du auch sein magst, im Außen immer wieder das bewiesen, was du glaubst, was du für eine Persönlichkeit bist. Und jetzt mal ganz krass gesagt, wenn du meinst, ich bin eh ein Loser, auf welcher Ebene auch immer, im Job oder auch in Beziehungen, ja, ich kann keine Beziehungen halten, oder wenn du solche Sachen glaubst, dann wird es dir natürlich immer wieder bewiesen. Jetzt musst du natürlich, wenn du jemand sein möchtest, der glücklich in Beziehungen ist, eine glückliche Beziehung hat, musst du jemand sein, der glückliche Beziehungen hat. Hast du dich schon mal gefragt, wie jemand ist, der glückliche Beziehungen hat oder der erfolgreich im Job ist oder der gesund ist? Viele kämpfen ja auch mit der Gesundheit. Hast du dich schon mal gefragt, welche Persönlichkeit, welche Identität hat ein gesunder Mensch, ein erfolgreicher Mensch, ein finanziell freier Mensch? Wie denkt und fühlt und handelt so eine Persönlichkeit, die gesund ist? Und dann das mit dem Ist-Zustand, mit dem, was du tatsächlich wirklich machst, ganz, ganz ehrlich abzugleichen. Was denkst du über dich? Was denkst du den lieben langen Tag? Was denkst du übers Leben? Was denkst du über deine Fähigkeiten? Was denkst du über deinen Körper? Und wenn du da mal reingehst, dann erkennst du, dass eigentlich das, was wirklich, was du möchtest, was du sein möchtest, was du für ein Leben haben möchtest, was für Erfahrungen du im Außen machen möchtest, dass die immer eins zu eins mit deiner Persönlichkeit in Verbindung stehen. Und ihr habt es schon ganz, ganz oft gehört, aber wer setzt sich wirklich hin und überprüft das?
Wer schaut sich wirklich hin, was glaube ich über mich selber? Was glaube ich, was ich für ein Mensch bin? Was glaube ich, was ich Großartiges kann? Was glaube ich, was ich für Potenziale habe? Und die meisten wissen ganz genau, wo sie anecken, wo sie nicht weiterkommen, wo sie enttäuscht werden, wo sie verletzt worden sind. Und diese Sache einfach dort stehen zu lassen und loszulassen und zu erkennen, dass wer du wirklich bist, nichts mit dem zu tun hat, was du anfänglich oder bis jetzt vielleicht bis zu diesem Moment über dich geglaubt hast, sondern dass es wirklich nur eine wiederkehrende, sich multiplizierende Ansicht über dich ist, die eigentlich aus deinem Umfeld heraus entstanden worden ist. Und ihr kennt ja vielleicht auch alle das Aschenbrödel-Märchen. Das ist ja eigentlich ein Märchen, das genau über dieses Thema geht. Dieses Aschenbrödel, das ja eigentlich überhaupt kein armes Mädchen ist, sondern eine Königstochter. Könnt ihr euch in dem vorstellen, wenn ihr alle als Aschenbrödel oder wenn ihr als Aschenbrödel aufgewachsen seid, wenn du als Aschenbrödel dich fühlst und jetzt plötzlich, weil jetzt in diesem Moment herausfindest, dass du eine Königstochter bist. Und in diesem Sinne sind wir eben alle Königskinder, weil wir sind ja aus dieser höheren, liebenden Intelligenz entstanden. Wer sich jetzt mit Quantenphysik schon ein bisschen besser auseinandergesetzt hat, der weiß ja ganz klar, dass wir ja wirklich nur Partikel sind, Wasserpartikel eigentlich, die energetisch aufgeladen werden durch uns selber, durch unseren Verstand. Und ihr wisst ja auch, wenn ihr wirklich angefangen habt zu meditieren, dann wisst ihr, dass es eine Wirklichkeit oder eine Realität oder eine Vorstellung vom Leben, vom Sein gibt, wenn du meditierst und in dich hereingehst und alles außen ausblendest mit den fünf Sinnen, plötzlich nur in deinen Vorstellungen auch nur schwelgst, in deinen Träumen schwelgst, dass das eigentlich genauso real ist, wie das, was du im Außen siehst. Du kannst das eine zwar nicht anfassen, aber fühlen kannst du beide Realitäten gleich. Also ist die Macht, die du hast, 100% in dem begraben, was du dir vorstellen kannst. Und das Gefühl dazu, das kannst du erst generieren, wenn du die entsprechende Identität für dich dazu findest. Wenn du aber deine Identität nicht aus dem Ursprung holst, wo du herkommst, aus einer göttlichen, perfekten, wunderbaren, freudigen, liebenden Energie, die du also bist als Geistwesen, das ist die wahre Identität, aus der du deine Persönlichkeit herauskreieren darfst. Da muss dir keiner eine Erlaubnis geben, da brauchst du keinen Stammbaum dafür, sondern du brauchst einfach nur eine Entscheidung dafür, dass es dir irgendwann mal ganz, ganz sonnenklar ist, wie es mit dir zusammenhängt, wie du entstanden bist und was du aus dir und deinem Leben machen kannst, wenn du deine wahre Identität, sag ich mal, als Schöpfer annimmst. Und das bedeutet aber auch im Gleichen, dass du aufhören musst zu glauben, dass du die bist, die du immer warst. Und dass deine Identität, die du in die Zukunft trägst, irgendetwas mit deinem Stammbaum oder mit deiner familiären Herkunft zu tun hat. Und das ist für viele ganz, ganz schwierig, oder? Weil sie meinen, wenn sie diese Identität zu ihrem Stammbaum, zu ihrer Familie nicht als die wahre Identität für sich und ihre Persönlichkeit hernehmen, dass sie niemand sind. Aber das, wenn du das loslässt, dann kommst du nämlich auf diese Ebene, wo wir alle gleich sind. Und zwar nicht gleich erbärmlich, sondern alle gleich großartig und alle gleich gesegnet. Einfach mit verschiedenen Ausstattungen sind wir hier. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, wo ich dir rate, dir wirklich Zeit zu nehmen und sagen, ja, wer bin ich denn wirklich? Was kann ich denn? Was
begeistert mich denn wirklich, wenn ich alle diese Geschichten und Erinnerungen und auch Schmerzen und Diffamierungen und Erniedrigungen, die ich vielleicht schon in meinem Leben erlebt habe, wenn ich die alle ad acta lege und sage, die haben mit dieser Persönlichkeit zu tun, die mir übergestülpt worden ist, von da, wo ich aufgewachsen bin, dank dieser Persönlichkeit habe ich einen riesen Haufen Erfahrungen sammeln können und ich bin jetzt hier an diesen Punkt gekommen, wo ich aber erwachsen bin, diese Erfahrungen aus einer ganz anderen Perspektive betrachten kann und deswegen jetzt neu entscheiden kann, als wer möchte ich in die Zukunft gehen. Und weil meine Grundidentität, die, ja, ich sag's jetzt einfach so, eines Kind Gottes ist, weil sonst wäre ich jetzt hier nicht auf der Erde. Und aus diesem Wissen heraus kann auch ganz, ganz viel Dankbarkeit entspringen, weil ich hier bin, um zu wachsen und um Erfahrungen zu machen. Und bis zu diesem Punkt heute vielleicht, wo du dieses Video anschaust, warst du dir noch nicht ganz klar. Aber spätestens ab jetzt kannst du die Entscheidung treffen, als welche Persönlichkeit du weitergehst in diesem Leben, das du hier hast. Und dafür solltest du dir Zeit nehmen. Und dafür solltest du dir wirklich einen Plan machen und dafür solltest du wirklich ganz klar für dich sein, wie du dich selber siehst, als was du dich siehst und als welche Autorität du dir erlaubst zu haben für dein Leben. Ob du die volle Autorität für dein Leben, für deine Entscheidungen, für deine Emotionen und Gefühle, für deine kompletten Gedanken übernimmst oder ob du dich weiterhin fahren lassen willst als Reaktion auf ein Außen, das natürlich besteht, aber wenn du aufhörst, auf dieses Außen zu reagieren, dann wird ein neues Außen entstehen. Und dieses neue Außen kann komplett tomato neu entstehen, aber nur, wenn du bereit bist, das alte Außen mal auszublenden, dich quasi neu zu identifizieren, egal was andere drüber denken, aber mit diesem neuen Gefühl über dich selber, über deine Identität, die nichts mit deinem Körper zu tun hat. Das ist jetzt noch ein kleiner Exkurs für die, die vielleicht mit Krankheiten hier noch ein bisschen am Kämpfen sind. Deine Identität hat nichts mit der Zusammensetzung oder der jetzigen Befindlichkeit deines Körpers zu tun. Das heißt, wenn du komplett gesund und ganz werden willst, kannst du keinen Anteil aus deiner Identität, aus deinem Körper herausschöpfen, dass du sagst, ja, ich bin krank, ich habe die und die Krankheit, mir geht so und so, ich habe das und das. Wenn du diese Beurteilung und Bewertungen als in deine Identität hereinfahren lässt, dann wird es nicht, hallo Katrin, dann wird es dir nicht gelingen, als eine neue Person in die Zukunft zu gehen und deine Krankheiten, die mit deinen Denken und Gefühlszuständen der Vergangenheit zu tun haben, hinter dir zu lassen. Also musst du ganz klar unterscheiden, welche Identität ist die aus meinem Geist, aus meinem Ursprung, aus meiner Liebe, aus meiner Perfektion heraus, nur weil ich hier auf dieser Welt bin? Und welchen Teil meiner Identität will ich weiterhin daraus ziehen, wie sich mein Körper gerade fühlt? Ja, und das ist wirklich mein Punkt, wo ich sage, hör auf, deine Identität aus dem Zustand, Gefühlszustand oder daraus zu ziehen, wie sich dein Körper anfühlt, ob er jetzt schmerzhaft ist oder ob er nicht schmerzhaft ist, ob er zittert, ob er Angst hat, was für Emotionen er auch fühlt. Das sind Dinge, die dein Körper wahrgenommen hat, die er vielleicht im Moment verarbeitet. Aber deine wahre Identität ist eine andere und deine zukünftige Identität hat auch nichts damit zu tun, sondern das darfst du frei entscheiden und neu bestimmen, jeden Moment sogar. Aber so eine ganz klar grobe
Vorstellung, dass du eben nicht die bist, die im Elternhaus XY aufgewachsen ist, bei YZ eine Ausbildung gemacht hat, so und so eine Karriere, den oder jenen geheiratet hat, sondern dass du wirklich diese Persönlichkeit bist, die sich großartig anfühlt, die sich selber liebt und schätzt für ihren Weg, den sie zurückgelegt hat bis hierher und sich absolut hochleben lässt für die Erfahrungen und sagt, weißt du was? So großartig warst du, so viele Erfahrungen hast du gesammelt. Jetzt ist es doch an der Zeit, dass du es dir gut gehen lässt, dass das Leben leicht sein darf, dass es sich gut anfühlen darf, dass du in kompletter Liebe mit deinem Sein hier bist, mit dir selber, mit dem, was ist, mit jedem einzelnen Baum, mit jeder einzelnen Kreation, die du siehst, entscheidest du, was du für eine Beziehung dazu hast. Und ich würde dir raten, eine liebende, wertschätzende, fröhliche, bedingungslose Beziehung für alles zu wählen, weil dann fühlt sich's gut an und dann bist du mit dir gut und mit den anderen gut, auch mit der Realität, die du meistens oft noch im Außen siehst, gut, weil du sie nur dann verändern kannst, wenn du als diese Schöpferpersönlichkeit in all deiner Kraft Leichtigkeit und Fröhlichkeit durchs Leben wandelst. Und das ist für mich etwas, was es zu lernen gilt. Und ich weiß, dass es schwer ist. Es ist schwer, aber es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Es lohnt sich auf alle jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen und seine Persönlichkeit, sich seiner Identität klar zu werden, zu wissen, wer dieser Körper ist, woraus der gemacht ist und als was du weiterhin durch dieses Leben traben willst. Nimm dir die Zeit und vielleicht hast du ja Lust, noch von meinem kleinen Coaching-Angebot Gebrauch zu nehmen. Das ist das Kick-Off 2020-Angebot. Das findest du auf meiner Seite www.mywellfeeling.com. Wenn du sonst an einem größeren Coaching-Package oder einer längerfristigen Unterstützung interessiert bist, schreib mir einfach und wir sprechen drüber. Aber ich denke schon allein, dieses Video hat dir schon ganz, ganz viel gebracht und wenn du die Disziplin aufbringst, wirklich für dich da zu sein, dich hinzusetzen und dich selbst zu coachen, dann brauchst du mich nicht. Jeder kann es selber machen, auf jeden Fall. Nur manchmal ist es halt schon ein bisschen schwierig, wenn man immer wieder vom Außen geblendet wird, bis man wirklich safe ist und sagt, ja, puh, wie will ich die Sachen sehen, wie will ich die Dinge sehen? Und dann, ich verspreche dir, es wird einfach und all diese Schwierigkeiten, die wir alle haben und all dieses Leiden und all dieses Elend, das kannst du entscheiden, dass du jemand bist, der dieses eben nicht mehr mitträgt. Und das wünsche ich mir ganz, ganz, ganz fest für ganz, ganz, ganz viele. Und ich weiß, es wird so einen Wusch geben schon im 2020, weil... Ja, wir haben schon viel geleistet. Die Energien shiften sich. Es ist deutlich spürbar, auch schon allein an dieser Gemeinschaft hier auf Facebook, dass die Menschen das Leben anders sehen und sich einsetzen für ein anderes, schöneres Leben. Wenn es nämlich für dich schöner ist, dann ist es für die anderen auch schöner. Und wenn es jeder macht für sich, wow, dann haben wir keine Leider-Mentalität mehr hier. Und jeder weiß, wie großartig und liebenswert er ist. Und das wünsche ich mir ganz, ganz fest. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.